Herzlich willkommen bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft Hannover hier im Evangelischen Treffpunkt. Egal, ob Mitglied oder Freund unserer Landeskirchlichen Gemeinschaft, ob Sie gezielt das Video aufgerufen haben oder ob du zufällig hineingeraten bist, wir freuen uns, mit Ihnen, mit dir Gottesdienst feiern zu können. Er steht unter dem Motto: Glaube, der voller Hoffnung ist. Thank you.
Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Oder ist es gerade nicht angebracht, sich zu freuen, angesichts der Krise, in der wir uns befinden? Eine Krise, die nicht nur jede und jeden von uns unmittelbar betrifft, sondern die ganze Welt im Griff hat. Bei mir wechseln die Gefühle ständig. Tiefe Sorge, manchmal Traurigkeit, dann wieder Zuversicht, Geborgenheit. Aber Gott ist da, auch und gerade in schweren Zeiten. Jesus will uns aufrichten, Mut machen, denn er lebt. Darum, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem Ostergruß der frühen Christenheit heiße ich Sie, heiße ich euch nochmals sehr herzlich willkommen zu unserem Festgottesdienst an Ostern. Er läuft anders ab, als wir ihn uns wünschen. Auf unsere liebgewordenen Gewohnheiten, vor allem auf die herzlichen, persönlichen Begegnungen, müssen wir verzichten. Und dennoch, lasst uns diesen Gottesdienst wie immer feiern im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Bibelwort, das uns durch die Ostertage und die neue Woche begleitet, steht in Offenbarung Kapitel 1, Vers 18. Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Uns ist wichtig, ein paar Elemente aus dem evangelischen Treffpunkt heraus beizusteuern. So kommen Predigt und Moderation von hier. Dass ein kompletter Gottesdienst gesendet werden kann, verdanken wir maßgeblich dem Engagement von Familie Breßgott. Neben der Mitgestaltung haben Chiara, Timon, Claudia und Wolfgang die technische Umsetzung übernommen. Lisanne Lührs wirkt im Musikteam mit. Danke herzlich euch allen. Wir wollen heute ein Signal der Hoffnung senden. Als Jesus gestorben war, war der Glaube der Jünger am Ende. Jesu Auferstehung markierte den Anfang neuen Glaubens. Ich freue mich, dass unser Pastor Rainer Moh diesen Perspektivwechsel in seiner Ansprache entfalten wird. Lassen wir uns hineinnehmen in diese Gedanken und in die Lieder, die vielleicht niemals wertvoller und geeigneter waren, auszudrücken, was unseren Glauben ausmacht und wie sehr wir auf Gottes Hilfe setzen können, in guten und schweren Zeiten. Ich lade ein zum Gebet. Allmächtiger, gütiger Gott und Vater, es gibt vieles, das ich nicht weiß. Es gibt vieles, das ich nicht durchschaue.
Es gibt vieles, das ich nicht in der Hand habe. Wenn ich mich ohnmächtig fühle, will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen, dass ich nicht das Ganze bewältigen muss, sondern das tun kann, was mein Part ist. Wenn ich verunsichert bin, will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen, dass ich nicht alleine bin und dass unsere Weisheit gemeinsam reicher ist. Wenn ich Angst habe, will ich einmal tief durchatmen und darauf vertrauen, dass ich nicht aus Gottes Nähe herausfalle, sondern dass Gottes Geist mir nahe ist. Was ich weiß, mein Leben und meine Liebe und meine Würde reichen so viel weiter als das, was ich leisten oder tun kann. Was ich sehen kann, ist, nach jedem Winter kommt der Frühling und neues Leben wächst aus dem kalten Erdboden. Was ich kann, ist tief durchatmen und dieser Welt Liebe einflößen, die sie so dringend braucht. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Durch die Auferstehung deines Sohnes, Jesus Christus, hast du dem Tod die Macht genommen und sagst an allen Enden der Welt das Leben an. Dafür danken wir dir und bitten dich, mach uns bereit, diese Botschaft mit offenen Ohren zu hören. Nimm allen Kleinglauben und allen Zweifel von uns. Erbarme dich, unser. Amen. Wir wollen jetzt Gott loben mit einigen Liedern und ihn dadurch anbeten. Come and act.
Ich lese den Predigttext aus Johannes Kapitel 20, die Verse 19 bis 21. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir wollen noch zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für diesen Gottesdienst. Und wir bitten dich, dass du sprichst durch dein Wort in unsere Herzen hinein. Und du kannst das tun, weil du ein allmächtiger und lebendiger Gott bist. Amen. Ja, heute ist Ostersonntag und natürlich geht es in meiner Predigt um Ostern und um die Auferstehung Jesu, um dieses einmalige Ereignis, das bis heute die ganze Welt und die ganze Menschheitsgeschichte grundlegend verändert hat. Wir feiern heute Ostern, auch wenn das in diesem Jahr ganz anders ist aufgrund der weltweiten Corona-Krise. Aber deswegen fällt natürlich Ostern nicht aus und der heutige Text und seine Botschaft passen gerade in diese besondere und in diesem Jahr außergewöhnliche Zeit. Und der heutige kurze Bibeltext führt uns noch einmal hinein in dieses Ostergeschehen von damals. Denn dieser Text beschreibt ja die Situation an dem Ostersonntagabend, also dem Abend des Auferstehungstages selbst. Und das Detail, über das ich einsteigen will aus dem Text, ist, dass die Türen verschlossen waren. So wird das beschrieben im ersten Vers unseres Textes. Die Jünger hatten sich in einem Haus versammelt, irgendwo in Jerusalem, und die Türen hatten sie abgeschlossen. Also, die hatten sich eingeschlossen, die Türen waren zu. Selbstgewählte Kontaktsperre quasi. Und der Grund dafür wird auch genannt, aus Furcht vor den Juden. Die hatten echt Angst. Das war die Ausgangssituation am Anfang dieses kurzen Textes, als die Jünger noch nicht wirklich geglaubt haben oder noch nicht glauben konnten, dass Jesus auferstanden ist. Und das, obwohl das Neue Testament berichtet, obwohl Jesus Maria Magdalena bereits begegnet ist, vor dieser Szene. Aber das können die Jünger eben nicht glauben und nachvollziehen. Und was so in ihren Köpfen drin war und so ganz im Vordergrund stand, das war das Kreuz. Also dieser grausame Tod Jesu, mit dem alle ihre Hoffnungen zu Ende und begraben waren. Was man hier sehen kann mit diesem Informationsstand von Kreuz und Tod, war es ein Glaube, der hinter verschlossenen Türen stattfand.
Es gibt ja so zwei Arten, mit einer Katastrophe umzugehen. Das eine ist Aggression und das andere ist Rückzug. Hier bei den Jüngern ist es Rückzug. Sie verstecken sich, sie ziehen sich zurück in ihr Schneckenhaus sozusagen, rein ins Haus, Türen zu. Und das ist eine Beobachtung, die man in allen vier Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes machen kann, bei der die erste Reaktion nach dem Tod Jesu beschrieben wird. In dieser Zeit haben sich die Jünger immer hinter verschlossenen Türen versammelt. Man könnte fast sagen, der Glaube, der nichts von der Auferstehung wusste, der hatte verschlossene Türen nötig. Aber dann findet man einen starken Kontrast, wenn man die Geschichte ein bisschen vorspult. In das erste und zweite Kapitel der Apostelgeschichte, also in die chronologische Fortsetzung der Evangelien. Da liest man dann plötzlich etwas ganz anderes. Also nur ein paar Seiten weiter in der Bibel. Da liest man nichts mehr von verschlossenen Türen. Sondern man liest von Jüngern, die nachdem sie die Auferstehung erlebt und gefühlt haben und wie hier Jesus wirklich begegnet sind, dass sie plötzlich ganz anders drauf sind. Und die erste Gemeinde schließlich, zu denen ja alle Jünger hier aus dem Text gehörten, trifft sich in einem der größten öffentlichen Gebäude, die es damals in Jerusalem gab, nämlich in einem großen Saal am Tempel selbst, der Halle Salomos. Und jeder, der wollte, konnte von außen dazukommen. Und das nichts mehr zu spüren von verschlossenen Türen und einer Kontaktsperre, wie es hier in unserem Text berichtet wird. Und die Ereignisse um Pfingsten, später dann herum, passierten dann auch halbwegs in der Öffentlichkeit und alle anderen haben es mitgekriegt. Also eine totale Veränderung von diesem Zustand, verschlossene Türen zu den geöffneten Türen, einige Wochen später. Und an diesem Detail wird etwas deutlich, nämlich, dass es einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen einem Glauben an Jesus, der nur von Jesu Tod und Sterben weiß, und einem Glauben an Jesus, der auch von Jesu Auferstehung weiß. Das ist quasi ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es geht um zwei unterschiedliche Arten zu glauben. In den Berichten wird deutlich, dass es die eine Art, an Jesus zu glauben, die braucht die verschlossenen Türen. Die hat etwas mit Furcht und Ängsten zu tun. Und die andere, die so im letzten Vers unseres Textes durchschimmert, die hat etwas mit Freude zu tun und mit Freiheit und mit Mut und mit Selbstbewusstsein. Und deswegen machen sie die Türen auch weit auf, am Ende, ja, eben vorgespult in der Apostelgeschichte. Und den Unterschied macht das sichere Wissen um die Auferstehung unseres Herrn. Das sichere Wissen, dass es einen lebendigen Jesus gibt. Und nicht nur einen historischen Jesus, nicht nur einen, der tolle Sachen gesagt hat. Und dann Buch zu und das war's. Sondern es geht um einen auferstandenen und lebendigen Jesus. Das macht den Unterschied. Und ich finde, das ist eine spannende Beobachtung. Denn wenn das so einen Unterschied für die ersten Christen damals gemacht hat, dann muss es doch sicherlich auch für uns heute einen Unterschied machen, oder? Und ich denke, wenn man das einmal auf heute überträgt, dann merkt man, dass wir natürlich theoretisch alle von Jesu Tod und Auferstehung wissen, theoretisch. Wir feiern Ostern, wir besingen es in Liedern, aber andererseits heißt das noch lange nicht, dass wir die Auferstehung und ihre Bedeutung für uns verinnerlicht haben. Richtig. Und uns daran freuen und auch davon beeinflusst sind in unserem Glaubensalltag. Beeinflusst sind von diesem Wissen und der Kraft unseres auferstandenen Herrn. Ja, Jesus ist gekreuzigt und gestorben. Wir haben auch das Kreuz als Symbol unseres Glaubens. Wir feiern Abendmahl und betonen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Aber die Frage ist, was ist mit der Auferstehung? Wie ist das mit dem leeren Grab? Was machen wir damit?
Inwieweit spiegelt sich die Kraft der Auferstehung in unserem Glauben wider? Es gibt einen englischen Theologen, Bischof irgendwo in England gewesen, mit dem Namen N.T. Wright. Und der drückt diese Spannung, dass wir gedanklich eher am Kreuz und Tod Jesu hängen und nicht so sehr an der Auferstehung. Er drückt das so aus: Ich kann es nicht nachvollziehen und finde es nicht gerechtfertigt, dass wir 40 Tage die Fastenzeit halten sollen, dabei über die Bedeutung grübeln, über Selbstverleugnung predigen, zumindest etwas bedrückt sind, und dann bringen wir es mit der Karwoche zu einem Höhepunkt, die wiederum ihren Höhepunkt an Gründonnerstag und Karfreitag hat, und dann, nach einem recht gewöhnlichen Karsamstag, haben wir einen einzigen Tag, an dem wir feiern. Und dieser Theologe hat dann auch einen außergewöhnlichen Vorschlag, was wir stattdessen tun können. Er sagt, es sollte ein 8-tägiges Fest sein, mit Champagner, der nach den Morgengebeten serviert wird, oder sogar davor mit vielen Hallelujas und besonderen Liedern und spektakulären Hymnen. Ist es verwunderlich, dass es den Leuten schwerfällt, an die Auferstehung Jesu zu glauben, wenn wir unsere Hüte nicht in die Luft werfen? Vielleicht würde uns solche Art der Freude schwerfallen, vielleicht. Aber Tatsache scheint zu sein, dass das den entscheidenden Unterschied gemacht hat damals, diese Freude über den auferstandenen Jesus. Die Dynamik der ersten Christen kam nicht aus Kreuz und Tod Jesu, sondern aufgrund der Auferstehung und der Begegnung der Menschen mit dem Auferstandenen. Und die Frage an uns ist, welchen Unterschied macht das für uns? Worauf basiert Glauben und Hoffen bei uns? Ist das nur das Kreuz? Jesus ist für unsere Sünden gestorben? Oder ist da auch das leere Grab? Ist da auch der Glaube an den lebendigen Herrn, der den Tod überwindet und neues Leben schenkt? Nach dem, was wir hier beobachten können, sind wir eingeladen, genau diesen Unterschied nachzuvollziehen und zu verinnerlichen. Und darüber will ich jetzt noch nachdenken, was macht diesen Unterschied aus für uns und wie können auch wir ein Teil von dieser Kraft und dieser Bewegung werden, die damals ihren Anfang genommen hat, hier bei den Jüngern und den noch verschlossenen Türen. Und worüber ich sprechen will, ist, wir haben einen Glauben, der voller Hoffnung ist. Wir haben einen Glauben, der trotz vorhandener und möglicher Katastrophen immer eine Zukunft sieht, voller Hoffnung ist. Wir haben einen Glauben, der trotz dieser derzeitigen schlimmen und dramatischen Zustände in unserem Land und auf der ganzen Welt nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern auch das Ende der Katastrophe sieht. Und ich habe dazu noch ein Zitat von dem schon gehörten oder zitierten englischen Theologen N.T. Wright. Er sagt: Ich weiß, dass Gottes neue Welt der Gerechtigkeit und Freude auf den Weg gebracht wurde, als Jesus am Ostermorgen aus dem Grab kam. Und ich weiß, dass er seine Nachfolger ruft, in ihm und in der Kraft des Geistes zu leben und dadurch Menschen der neuen Schöpfung im Hier und Jetzt zu sein und Zeichen der Symbole des Königreiches so auf Erden zur Welt zu bringen, wie sie im Himmel sind. Die Auferstehung Jesu und die Gabe des Geistes bedeuten, dass wir berufen sind, reale und wirkungsvolle Zeichen der erneuerten Schöpfung Gottes sogar inmitten des gegenwärtigen Zeitalters zur Welt zu bringen. Wenn wir keine Werke und Zeichen der Erneuerung in Gottes Schöpfung zur Welt bringen würden, würde das bedeuten, dass wir letztlich mit den Mächten der Sünde und des Todes gemeinsame Sache machen.
Aber man sollte sich nicht auf das Negative konzentrieren. Man sollte an das Positive denken, an die Berufung in der Gegenwart, an der überraschenden Hoffnung der ganzen neuen Schöpfung Gottes Anteil zu haben. Was der Theologe hier sagt, ist, wir sollen uns darauf konzentrieren und in den Blick nehmen, dass wir auch heute ein Teil dieser großartigen Hoffnungsbewegung sind, die mit der Auferstehung Jesu ihren Anfang nahm. Warum, könnte man jetzt fragen? Warum ist dieser englische Theologe so konzentriert auf die Auferstehung? Es ist doch so, die Haltung der Jünger damals hinter den verschlossenen Türen war: Jesus ist tot, Ende, aus, alles vorbei. Und dann kommt aber eben die Auferstehung und die Jünger werden froh, wie es hier im Text heißt. Und was hier in dieser Szene passiert ist, dass sich die Hoffnungslosigkeit verwandelt in einen Glauben, der voller Hoffnung ist. Und nach begreifen die Jünger, hier ist nicht das Kreuz das Zentrum unseres Glaubens, der Tod, sondern die Auferstehung. Und das Leben und Kraft und Neuaufbruch und Hoffnung. Das ursprüngliche von der Auferstehung her angesteckte Christentum sagt nämlich genau das. Wir stehen am Anfang von wunderbaren Zeiten aufgrund der Auferstehung. Und hier passiert wirklich etwas Neues. Hier ist ein Aufbruch, eine neue Kraft. Und der Auslöser für diese Haltung war eben diese Erfahrung, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und lebt. Lebt, versteht ihr? Dass er tatsächlich den Jüngern erschienen ist, wie es hier im Text beschrieben wird. Für die ersten Christen war die Auferstehung ein Startschuss und nicht das Ende. Nicht die letzte Szene der Geschichte, ja, sondern die erste Szene. Und als sie es dann endlich begriffen hatten, unter anderem in unserer heutigen Szene, in dem Text, da hatten sie eben nicht mehr das Gefühl, am Ende einer traurigen Geschichte von Jesus zu stehen, sondern eben am Anfang. Ich glaube, für uns heute ist es genauso wichtig zu begreifen, dass auch wir aufgrund der Auferstehung den Glauben genauso erleben und leben können. Auch heute, Ostern 2020, nämlich mit dieser Haltung, dass der Glaube immer ein Neuanfang ist und ein Startschuss, ein Aufbruch in einen Glauben, der uns froh macht und Hoffnung schenkt in unserem Leben und in unserem Alltag, auch angesichts dieser Krise, in der wir hier bei uns und weltweit stecken. Und die Frage, warum gilt das auch für uns? Und die Antwort ist, in uns wirkt dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das sagt der Apostel Paulus im Epheserbrief, schreibt es. Er schreibt, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel. Das Kreuz sagt uns, dass Gott ein Gott ist, der uns wirklich liebt, der sogar seinen eigenen Sohn gegeben hat für unsere Sünden. Die Auferstehung sagt uns, dass er uns nicht nur liebt, sondern dass Gott wirklich die Macht hat, alle Naturgesetze außer Kraft zu setzen und einzugreifen in Raum und Zeit. Und diese Kraft, mit der Gott sozusagen bewiesen hat, dass er tatsächlich eingreifen kann in Raum und Zeit, diese Kraft will Gott uns schenken auch heute. Und die Auferstehung zeigt uns, dass es selbst in den tiefsten Tiefen, selbst in der dunkelsten Nacht, noch eine Hoffnung gibt. Seit der Auferstehung glauben wir, dass es immer einen Neuanfang gibt.
Es gibt immer Vergebung. Es gibt immer Umkehr und es gibt immer wieder neue Kraft. Und mehr noch. Es sagt uns, dass aufgrund der Auferstehung Jesu es sogar eine Hoffnung über den Tod hinaus gibt. Neue Hoffnung, Umkehr, wann immer nötig, Neuanfang, Hoffnung für die Zukunft, Überwindung des Todes. Und mit diesem Wissen, dass Jesus wirklich lebt und Gott tatsächlich ein Gott ist, der alle Macht hat, mit diesem Wissen und mit diesem Glauben sendet Jesus seine Jünger und auch uns heute hinaus in die Welt. Steht hier im Text. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und was Jesus damit sagt, ist, Leute, macht die Türen auf, weit auf. Ihr habt es nicht nötig, euch hinter verschlossenen Türen zu treffen. Ihr habt es nicht nötig, euch zu verstecken in euren Versammlungen und in euren Häusern. Macht die Türen auf und geht raus mit dieser wunderbaren Botschaft. Wir haben einen Glauben, der voller Hoffnung ist. Und auch wenn wir jetzt gerade nicht rausgehen können zu den Leuten und sie auch nicht einladen können, ja, hier in unseren evangelischen Treffpunkt, in unsere Gemeinde, in unsere landeskirchliche Gemeinschaft, wir haben einen Gott, der voller Kraft ist. Und wir haben einen lebendigen Herrn, der verschlossene Türen überwindet und uns neue Perspektiven schenken kann und will und Hoffnung und Neuaufbruch immer wieder. Seit der Auferstehung, seit diesem Osterfest von damals, können wir Gott erleben als einen Gott, der Leben schafft, wo alles tot zu sein scheint. Als einen Gott, der Leben verändert, ja, wo man vielleicht denkt, es geht eigentlich bergab. An der Auferstehung Jesu können wir sehen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der wirklich, wirklich neues Leben schenkt. Eben einen Aufbruch schenkt. Eine neue Geschichte beginnt und aufschreibt. An der Auferstehung können wir ablesen, dass Gott einen Plan hat mit den Menschen und die Geschichte nach Jesu Tod weitergeht. Und die entscheidende Beobachtung ist hier eben, erst nach der Auferstehung öffnen sie ihre Türen und treten heraus aus ihrer Kontaktsperre und gehen raus in die Öffentlichkeit, hin zu den Menschen. Und der Grund dafür ist, dass sie hinter den verschlossenen Türen diese Macht Gottes erleben, in der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Ich komme zum Schluss. Auch wenn unsere Türen in der Gemeinde gerade verschlossen sind, Gottes Kraft ist da. Und Gottes Kraft wirkt auch in uns und durch uns trotz verschlossener Türen. Und wir sind gerade jetzt eingeladen zu einem Osterfest, das tief in unseren Herzen drin ist und Kreise ziehen will und kann trotz Kontaktsperre. Wir sind eingeladen zu einem Glauben, der voller Hoffnung ist und voller Kraft. Jesus lebt und er will uns begegnen und mit uns persönlich Gemeinschaft haben. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und weil Jesus damals wirklich auferstanden ist, gibt es in unserem Leben immer Hoffnung. Und weil Jesus damals wirklich auferstanden ist, wirkt in uns dieselbe Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt wurde. Und diese Kraft, ja, die will Gott uns geben, für unsere Herausforderungen und für unsere Probleme im Alltag. Und wir können unsere Ängste und Sorgen abgeben an den, der verschlossene Türen überwindet. An diesen auferstandenen Herrn will ich glauben, auch Ostern 2020. Und dann kann ich auch das erleben, was hier im Text steht. Da wurden die Jünger froh, weil sie den Herrn gesehen hatten. Lasst uns auch an diesem Osterfest daran festhalten, dass Jesus Christus auferstanden ist und uns einen Glauben schenken will, der voller Hoffnung ist. Amen.
Jesus Christus, Auferstandener, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu dir und bitten dich. Für die Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden und erkrankt sind. Für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben. Für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken kümmern. Für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit, die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen. Für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen. Für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen. Für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden. Für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren. Für die Menschen, die am Virus verstorben sind
und für diejenigen, die im Dienst an den Kranken ihr Leben gelassen haben. Herr, steh all denen und uns bei mit deiner Macht. Hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben. Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, uns in der konkreten Begegnung als Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die Gewissheit, dass wir in Gedanken und im Gebet durch dich miteinander verbunden sind. In diesem Jahr wurden und werden uns Verzichte auferlegt, die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die unsere Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen. Gib, dass auch diese Zeit uns stärker hinführt zu dir. Lass uns dir ganz vertrauen. Hilf uns, die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen, anzunehmen und uns mit allen Menschen zu verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. Wir loben und preisen dich. Amen. Lass uns zusammen das Gebet beten, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich lese einen Segen aus dem Hebräerbrief. Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten heraufgeführt hat, der mache euch fähig zu allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Er möge in uns das bewirken, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich spreche den Segen. Und so segne dich der Allmächtige, der Barmherzige und der treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche dir Gottes Segen, Geburt.
Nun sind wir am Ende unseres Gottesdienstes angekommen. Wer uns finanziell unterstützen möchte, wir würden uns über eine Spende für die Arbeit unserer landeskirchlichen Gemeinschaft freuen. Die IBAN ist unten eingeblendet. Sie finden sie auch im Beschreibungstext zu diesem Gottesdienstvideo. Wenn Sie sich weiter über unsere Gemeinde informieren wollen, können Sie gerne auf unserer Homepage stöbern oder in unserem Gemeindemagazin, dem Kompass, blättern. Ihn finden Sie auch online auf unserer Homepage. Die Adresse sehen Sie jetzt eingeblendet. Ich wünsche Ihnen gesegnete Ostern und einen Glauben, der voller Hoffnung ist. Auf Wiedersehen.